Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind heute in Meldorf. Da hat die Marion beruflich zu tun. Und da warte ich jetzt auf sie, weil wir noch eine kleine Runde im Yachthafen Meldorf, in der Meldorfer Bucht drehen wollen. Eben waren wir im Meldorfer Dom. Das ist eine Riesenkirche. Total schön. Und da habe ich mir so eine kleine Broschüre gekauft. Und die sagt, dass die Bezeichnung einer Bischofskirche als Dom erst Ende des 15. Jahrhunderts üblich wurde. Für Kirchen mit überörtlicher Bedeutung ist aber darüber hinaus die Bezeichnung Dom durchaus gebräuchlich. Also wahrscheinlich kann sich nicht jede Kirche Dom nennen. Gebaut wurde der Meldorfer Dom zwischen 1250 und 1300. Das ist also eine mittelalterliche Kirche. Und die wurde als eine dreischiffige Basilika mit einem dreijochigen Querhaus und einem plattgeschlossenen Chor gebaut. Im Altarraum lassen sich Einflüsse rheinischer Meister aufzeigen. Natürlich habe ich gefilmt wie wild. Oh, und das ist wirklich eine schöne Kirche. Eigentlich heißt die Kirche St. Johanneskirche. Wenn Sie einen Meldorfer nach der St. Johanneskirche fragen, wird er wahrscheinlich die Achseln zucken, sagt die Broschüre. Wenn Sie ihn nach dem Dom fragen, wird er Ihnen den Weg weisen. Namensgeber für die Kirche ist Johannes der Täufer, denn sie war eine Taufkirche. Eine 1,80 Meter hohe Holzfigur des Täufers aus der Mitte des 15. Jahrhunderts steht rechts vor dem Chorgitter. Ich weiß gar nicht, ob ich die gefilmt habe. Johannes trägt ein kleines Lamm auf dem linken Arm. Ja, und jetzt sitze ich im Auto, warte, dass die Marion fertig ist und dann fahren wir, wie gesagt, an die Meldorfer Bucht. Kommt mal mit. So, die Marion ist fertig mit ihrem Job und wir sind jetzt nochmal schnell zum Rewe gefahren in Meldorf zum Frühstücken. Ein bisschen Frühstück gekauft. Kartoffelsalat und so ein Zeug. Ein Brötchen. Ja, und da gibt es doch Aioli, diese Knoblauchcreme. Und selbst die gibt es jetzt schon vegan, statt in dieser gelben, in der grünen Packung. Ich finde das total gut. Und irre, wie sich das ausbreitet. Ne? Da gab es auch eine Tiefkühltruhe voller veganer Grillsachen. Eine Kühltruhe, nicht Tiefkühl. Aber mit allem, mit Würstchen und Bacon vegan, alles vegane Knoblauchbaguettes. Irre. Und jetzt frühstücken wir kurz und dann rauschen wir noch mal kurz in den Yachthafen. Der ist ja nur ein paar Kilometer weg an der Meldorfer Bucht. Bis später. Bis gleich. Ich glaube, die Sprachaufnahmen machen überhaupt keinen Sinn hier. Ich vermute das auch fast. Es ist so windig. Das müssen wir gleich mal prüfen. Dass vermutlich die Windpuschel auch nichts bringen. Mal gucken, ne? Ja. So geht aber mit dem Puscheln, ne? Ja, wir haben gerade mal Probe gehört, die letzte Aufnahme. Ja. Und die sind erstaunlich gut. Ja. Wir sind jetzt am Deich. Und gucken mal, was dahinter ist. An der Meldorfer Bucht. Und gucken mal, was dahinter ist. Wegen den Schafen, ne? Sind Hunde verboten. Vermutlich. Schon wieder Treppen. Wir nehmen euch jetzt live mit auf unseren ersten Blick auf die andere Seite des Deiches. Willkommen an der Nordsee. Bisschen windig heute. So,
wir sind hier jetzt erstmal wieder auf dem Parkplatz. Wir haben hier so eine kleine Komoot-Wanderung, die gehen wir gleich. Aber erstmal, obwohl hier alles verregnet ist und nichts los, müssen wir natürlich, wie es sich in Deutschland gehört, einen Parkschein ziehen. Für 18 Euro die Stunde. Das wissen wir noch gar nicht. Mal gucken. Zumindest darf man hier mit Wohnmobilen übernachten. An den ausgewiesenen Buchten, genau. Ja, schon mal interessant. Hast du eigentlich Kleingeld mit? Bestimmt. Kosten ist eine Stunde frei. Und dann? 2 Stunden 2 Euro. Ja. Tageskarte 5 Euro. Machen wir 2 Euro rein. Da bist du mit diesen verkackten Parkscheinautomaten schon mal 10 Minuten beschäftigt. Bis du da deine beknackten 2 Euro los wirst. Ey. Aber immerhin, du zahlst hier für eine Stunde nichts. Ja, das ist gut. 2 Stunden kosten 2 Euro und ein Tagesticket 5 Euro. Also ich finde, das ist echt in Ordnung. Ja. Ich meine, das ist Privatgrund, ne? Die haben auch nichts zu verschenken. Da sind wir hier ganz andere Sachen gewöhnt im Norden. So St. Peter-Ording, also musst du dich dumm und dämlich bezahlen. Ja, so ist es. Ja, das haben wir uns, habe ich das schon gesagt, mit der Komoot-Wanderung. Ich glaube, das hast du schon gesagt, aber du kannst es nochmal erwähnen. Kurze Komoot-Wanderung, da hinten die Nordsee, das ist ja das übliche Wasser, ne? Viel Wasser. Mal gucken, wo uns Komoot hinführt. Und dann geht's ab wieder nach Hause. So, da geht's wohl zum Yachthafen, ne? Ja. So, gucken wir uns mal an. Das ist ja, wenn man sich den Himmel hier anguckt, ne? Wir sind hier genau im Sonnenloch. Wahnsinn, viel zu warm angezogen. Ich habe mich schon ausgezogen, also meine Jacke ausgezogen. Genau. Den Schirm hätten wir uns auch sparen können. Hä? Den Schirm hätten wir uns auch sparen können. Ja, mal sehen. Aber auch weit und breit kein Mensch. Ne? Bei Regengefahr sind sie alle abgetaucht. Im Stealth-Modus. Ja. Ja, schön hier. Ist herrlich. Auf der Seite, auf der wir sind, ist auch noch wenig los. Da drüben allerdings sehe ich schon viele Autos und einige Menschen. Oh Gott. Furchtbar. Das ist nicht gut. Nee. Aber es ist trotzdem herrlich. Und so viele Vögel. Da vorne ist schon wieder einer auf unserem Weg. Man kann die ganze Zeit nur gucken hier. Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Herrlich. Oh. Weiter, ne? Immer weiter. Surfing, surfing on the radio. So, guck mal, da hinten ist so eine Schleuse oder Sperrwerk. Ja. Da gehen wir mal hin. Da gehen wir hin. Hinter uns seht ihr die Surferbucht der Nordsee, also hier in Meldorf. Das ist mit dem Siel abgetrennt von der Nordsee und da sind unendlich viele Surfer unterwegs. Aber es ist richtig geil, dass sie so ihren eigenen Bereich haben praktisch, wo sie windsurfen können. So geschützt, ne? Ja. Dass sie nicht vom blanken Hans gefressen werden. So, ich glaube, das ist ein Sperrwerk. Ich tippe auch drauf. Da haben wir ein Fluttor, das den Hafen schützen soll. Ja. Keine Schleuse. Nee. Ja, wir arbeiten uns hier gegen den Wind. Der Bergwanderer hat Probleme mit Steigung und die nordischen Wanderer mit Gegenwind. Ja, wir finden das gleich noch mal genau raus. So ist es. Wie das da heißt. Wenn wir uns vorgekämpft haben. Ja, da haben wir hier rechts, das wo die Surfer sind. Genau, da haben wir ein Siel und links zum Hafen haben wir ein Schleusentor.
Nicht ein Schleusentor, sondern ein Fluttor. Ja, aber was hier passiert ist, wissen wir nicht. Nee. Wahrscheinlich irgendwie beim Bau von diesem Sperrwerk hier. Auch ein Klopper, wa? Wahnsinn. Das googeln wir aber nochmal. Ja. Sind wir jetzt am Sperrwerk. Oh, gehen wir mal hoch. Zum Denkmal. Sagen, geht raus. Ne? Wir sind hier beim Stellwerk auf einer Freifläche. Guck mal. Direkt am Meer. Guck mal hier, da ist nichts. Da hinten ist die Nordsee, ja. Und hier sind Steine. Und ihr habt ja eben den Hasen gesehen. Keine Ahnung, wo der herkam, was sie hier gemacht hat. Also sogar so aus dem Nichts flitzte hier plötzlich lang. Das war total irre. Was man alles sieht, ne? Das ist so irre. War geil. Und die Kormorane und Austernfischer hier auch herrlich. Ah. Auch wieder ein perfekter Tag. Der Wind ist richtig geil am Meer. Ich liebe Wind am Meer, wenn ich nicht baden gehen will. Das ist ein Traumtag. Genau. Herrlich. Naturerlebnispfad haben wir hier. Aha. Herzlich willkommen auf dem Naturerlebnispfad. Dieser Weg wurde angelegt, um einen Zugang zu der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt im Speicherkog zu schaffen. Aha. Das ist ja geil. Da gehen wir durch. Und dann musst du dann die Ringe... Ja, werf mal. Ich bin noch nicht gut im Werfen. Du willst mich jetzt vor aller Welt blamieren. Ja. Es ist auch zu windig, also... Ach komm. Komm her, ich zeig dir das mal. Dann zeig mir mal. Halt mal Warte, drauf. Warte, ich halt drauf. Da kommt der Fachmann. Jetzt kommt der Wurfprofi. Ja. So. Soll ich mich umdrehen, das von hinten, oder? Ja. Ja, auf die Distanz, wenn es gerade windstill ist. Wo du stehst. Das war windstill auch. War gar nicht. Doch. Ja, da guckst du, ne? Da guck ich. Ich bin unglaublich stolz auf dich. Das hast du ganz großartig gemacht. Und du kriegst von mir den Titel des Ringwurfkönigs. Sehr gut. Von Meldorf. Hier, Tic-Tac-Toe. Ah, das ist ja süß, mit echten Steinen gemacht. Geil. Das ist aber so ein Pfad mit Tafeln, ne? Ja. Viel mehr ist da nicht. Nee. Aber auch schön. Ist auch, glaube ich, so mehr für Kinder ausgelegt, aber trotzdem richtig schön gemacht. Auch schön. Ja. Warum nicht? Ja, vor allem ist es. Guck mal hier. Für jeden von uns auch noch lehrreich. Kleines Insektenhotel. Cool. Das ist echt süß. Ja. Total süß gemacht. Total niedlich. So viel vom Meldorfer Hafen und vom Meldorfer Dom. Hat sich mal gezeigt, dass so berufliche Verpflichtungen ganz schnell mit so einem kleinen netten Ausflug verbunden werden können. Und dass es immer gut ist, Laufschuhe im Auto zu haben, beziehungsweise Wanderschuhe und auch ein passendes Shirt. Knapp 5 Kilometer haben wir hier nur gedreht. War herrlich. Schön gefilmt. Genau. Naturgenossen. Ja. Und ich glaube, wir waren nicht zum letzten Mal hier. Wenn wir Zeit mitgebracht haben, das nächste Mal, dann sind wir hier auch noch mehr unterwegs. Wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, so. Und Moment, Abo. So. Ja, und Abo. Abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da. Uns knallt. Gibt einen Schlag ins Wasser diesmal. Und wir freuen uns, wenn wir euch das nächste Mal wiedersehen. Draußen ist das Leben.
Geht raus. Tschüss. Tschüss.